Es ist ja schon Tradition auf diesem Kanal, einmal einen Ausblick für das nächste Jahr zu machen. Was wird im Jahr 2024 im Marketing alles passieren? Was wird noch funktionieren? Was funktioniert inzwischen nicht mehr? All diese Themen werden wir jetzt in diesem Video besprechen. Aber das Wichtigste erstmal das Legendär aus dem letzten Jahr von Barney Stinson beenden. Sondern wir schauen uns wie im letzten Jahr auch an, was sich 2023 im Marketing, vor allem in Bezug auf Facebook und Instagram Ads, aber auch allgemein verändern wird und welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Und vertraut mir, wenn wir diese Möglichkeiten für uns nutzen, dann wird 2023 genauso wie 2022 schon legendär. Warte, es kommt gleich. Der 2023 war legendär. Also 2023 war auf jeden Fall sehr, sehr crazy, was alles passiert ist. Ja, und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf 2024. Verrat mir gerne, wie dein 2023 war und vertraut mir, wenn wir so weitermachen, dann wird auch 2024 legendär. Warte, es kommt gleich. Also, schauen wir uns einmal an, was jetzt im Jahr 2024 alles im Marketing passieren wird, was funktioniert, was nicht mehr funktioniert, all das jetzt in diesem Video. Hey, mein Name ist Thomas Geiger, Gründer und Geschäftsführer von 44 Consulting und mit 44 Consulting unterstützen wir Coaches, Berater und Dienstleister dabei, entweder mehr Kunden zu gewinnen, bessere Kunden zu gewinnen oder mehr Zeit zu haben, indem wir das Marketing für dich übernehmen. Wenn das interessant für dich ist, dann klick mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und trag dich auf unserer Webseite für ein unverbindliches Erstgespräch ein. Starten wir jetzt mit dem Video. Und der erste Punkt, den du für 2024 im Kopf behalten solltest und beachten solltest, ist das Thema Konkurrenz. Mehr Konkurrenz bedeutet weniger Umsatz für den Einzelnen. Im ersten Punkt möchte ich hier jetzt mal auf das Thema Konkurrenz eingehen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch gerade für das Jahr 2024. Aber gehen wir erstmal zurück. 2020 kam Corona und, naja, ich sag mal so, ich beziehe das jetzt mal auf die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Die haben sich digitalisiert, mehr digitalisiert. Bin mir ziemlich sicher, da würde eigentlich noch mehr gehen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Der Punkt ist ganz einfach, viele waren zu Hause, haben sich gedacht, okay, was soll ich jetzt machen? Und es sind sehr, sehr viele Coaching-Businesses entstanden. Das Ganze war vorher schon da, ja, viele haben erkannt, es ist ein geiles Thema, es ist ein geiler Themenbereich. Haben erkannt, okay, wenn ich das mache, dann, naja, bin ich erstmal örtlich nicht irgendwo gebunden, sondern kann vieles online machen. Ich kann Menschen helfen, was extrem geil ist und was einen selbst auch wirklich erfüllt, wenn man sieht, dass man Menschen in einem bestimmten Bereich geholfen hat und man kann sehr, sehr gutes Geld verdienen. Dementsprechend haben sich dann auch gerade in dieser Zeit sehr, sehr viele gesagt, okay, ich baue hier jetzt ein Coaching-Business auf. Dementsprechend war das damals noch so, dass wenn du um eine Zielgruppe konkurriert hast, dass du nicht mit sehr, sehr vielen anderen konkurriert hast. Ja, da war dann zum Beispiel Coach A, B und C und naja, vielleicht noch ein vierter oder fünfter, aber dann hat es eigentlich auch schon aufgehört. Durch Corona, durch die ganze Digitalisierung und natürlich eben auch dadurch, dass viele erkannt haben, dass das ziemlich geil ist, ist der Coaching-Markt am Boomen. Dementsprechend gibt es nicht mehr nur 3, 4, 5 Anbieter, sondern es gibt 10, 20, 30, 40, 50 Anbieter, vielleicht sogar darüber hinaus, für einen bestimmten Themenbereich. Und dementsprechend ist es für dich wichtig, dich noch spezieller zu positionieren. Viele sind bei ihrer ganz normalen Positionierung geblieben, womit es aber schwer wird, über einen Return on Ad Spend von zum Beispiel 2 oder 3 hinauszukommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Man könnte zum Beispiel als Dating-Coach Männern dabei helfen, die richtige Frau zu finden. Das ist aber etwas, was sehr, sehr allgemein gefasst ist. Und was du jetzt tun solltest, ist, in diesem Bereich noch tiefer reinzugehen, nicht dich noch spezieller zu positionieren. Zum Beispiel nicht zu sagen, okay, ich helfe Männern dabei, die richtige Frau zu finden, sondern ich helfe erfolgreichen Selbstständigen, die wenig Zeit haben, dabei die perfekte Frau in ihr Leben zu ziehen. So, und damit bist du wiederum positioniert auf eine Zielgruppe, nämlich erfolgreiche Selbstständige. Ja, man kann in diesem Bereich dann sehr, sehr viele andere Zielgruppen sich eben dazunehmen oder nicht dazunehmen, sondern sich für andere Zielgruppen dann entscheiden. Zum Beispiel könnte man aber auch sagen, ich helfe Männern plus 40, die noch nie eine Frau gedatet haben oder noch nie in einer festen Beziehung waren dabei, die richtige Frau zu finden. Wäre auch eine Positionierung. Der Punkt ist ganz einfach, dass du dich in diesen Bereichen noch spezieller positionieren musst, weil die einzelne Zielgruppe sich dann viel besser von dir angesprochen fühlt. Wenn du allgemein bleibst, dann vergleicht natürlich dein potenzieller Kunde dich mit sehr, sehr vielen anderen. Okay, du bist Dating-Coach, ja, dann schaue ich mir noch den Dating-Coach an, den Dating-Coach, den Dating-Coach.
Ja, und guck dann einfach, wen davon nehme ich. Wenn du aber auf eine Zielgruppe fokussiert bist und in diesem Bereich nur sehr, sehr wenig andere eben auch auf diese Zielgruppe fokussiert sind, dann hast du viel bessere Chancen, genau diesen potenziellen Kunden abzuholen und zu einem tatsächlichen Kunden zu machen. Und das ist etwas, was für das Jahr 2024 immer wichtiger wird, sich da zu positionieren, um einfach nicht der Allgemeincoach zu sein, derjenige, der allen hilft, sondern spezialisiert auf eine Zielgruppe. Und dann wirst du es schaffen, über einen Return on Ad Spend von 2 oder 3 hinauszukommen, zum Beispiel auf 5, 6, 7 oder auch 10. Und dementsprechend solltest du im kommenden Jahr einmal schauen, wie kannst du dein Coaching-Business noch besser positionieren? Wie kannst du dich selbst noch besser spezialisieren auf eine bestimmte Zielgruppe, um noch mehr Umsatz zu machen? Punkt 2. Kurze Sales Funnels sterben aus. Erstmal ganz wichtig, ich meine damit nicht, dass du irgendwelche komplexen Sales Funnels nutzen solltest, um irgendwie auf Krampf etwas zu machen, was alle anderen eben auch machen. Das ist nicht gemeint. Du solltest die Eintragung bei dir so einfach wie möglich machen. Heißt in dem Fall, du solltest jetzt nicht irgendwas Komplexes irgendwie auf Ideen kommen, die gar keinen Sinn machen, sondern du schaltest eine Werbeanzeige, jemand kommt auf deine Landingpage, auf der Landingpage trägt man sich für ein Erstgespräch ein. Ende Banane. Was aber dabei wichtig ist zu wissen, ist, dass dieser Durchlauf, heißt Werbeanzeige, Landingpage, Eintragung, sehr, sehr einfach gehalten ist. Dementsprechend führt das eben auch dazu, dass viele Menschen oder viele Interessenten, die sich für dein Angebot interessieren, die sich dann eintragen, eben noch nicht wirklich dieses Vertrauen zu dir haben. Und wenn du es schaffen willst, zum Beispiel die Marke von 20.000, 30.000 zu durchbrechen oder auch von 50.000 und auf tatsächlich krasse Umsätze zu kommen, auf zum Beispiel 100.000, 250.000 oder auch darüber hinaus, dann solltest du weitere Berührungspunkte mit dir schaffen und dir mal Gedanken machen, welche weiteren Kampagnen könntest du starten, statt einfach nur Werbeanzeige, Landingpage, Eintragung, fertig. Dementsprechend könnte man sich Gedanken machen über zum Beispiel ein Lead Magnet. Ja, das kann zum Beispiel ein Report sein, das kann zum Beispiel eine Case Study sein oder man könnte auch Webinare anbieten. Einfach, dass du es schaffst, mehrere Berührungspunkte mit deiner Zielgruppe zu haben. Ja, dass du dann E-Mail-Marketing nutzt, dass du verschiedene Kanäle nutzt, dass du dann natürlich eben auch Werbeanzeigen nutzt und vieles weitere. Und du wirst dann merken, dass du in die Sichtbarkeit kommst, dass du mehr Berührungspunkte mit deiner Zielgruppe hast und deine Zielgruppe entsprechend mehr Vertrauen zu dir hat. Dann wirst du merken, dazu kommen wir später noch, aber dann wirst du in den Verkaufsgesprächen merken, dass es deutlich einfacher ist, deine Zielgruppe abzuschließen. Und das hilft dir dann tatsächlich auch wiederum da, über einen Return on Ad Spend von 2 oder 3 zu kommen und dann auf 7, 8, 9 oder 10 oder auch darüber hinaus zu skalieren. Dementsprechend solltest du natürlich einen einfachen Sales Funnel für den Anfang nutzen, aber später dir dann Gedanken machen, wie du es schaffst, die Berührungspunkte mit deiner Zielgruppe zu erhöhen, um einfach größeres Vertrauen zu wecken und dementsprechend noch mehr Umsatz zu machen. Anfang 2023 hat OpenAI ChatGPT auf den Markt gebracht und das war so, ja, es gab zwar schon vorher künstliche Intelligenzen, aber das war so die Revolution im KI-Bereich. Viele haben dann eben erstmal gemerkt, was für Möglichkeiten man mit künstlichen Intelligenzen hat und das ist etwas, was auch für das Jahr 2024 wichtig wird. Es ist gerade so am Kommen oder beziehungsweise eigentlich 2023 ist es angekommen, 2024 ist es da und dementsprechend bedeutet das für uns als Unternehmer, wir sollten definitiv künstliche Intelligenz für unser Business nutzen, einfach um unser Business zu vereinfachen. Als allererstes kannst du künstliche Intelligenz dafür nutzen, viele Prozesse bei dir im Unternehmen so zu handeln, dass du dich gar nicht mehr darum kümmern musst. Das ist zum Beispiel, ich sage mal, jetzt eine E-Mail zu beantworten. Ja, da kommt eine E-Mail rein und du als zum Beispiel Geschäftsführer, wenn du die E-Mail beantworten musst, dann musst du dich erstmal da hinsetzen, musst du die durchlesen, musst dann darauf antworten und das nimmt dir 3, 4, 5 Minuten. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment nicht viel, aber das läppert sich natürlich und viele kleine Aufgaben kannst du einfach durch eine künstliche Intelligenz lösen. Wenn du Rechnungen rausschickst, ja, dass du das alles einmal einrichtest, aber dass dann automatisiert die Rechnungen rausgehen, eine künstliche Intelligenz dann abcheckt, okay, ist die Rechnung eingegangen, weil es ist völlig lost, wenn du jedes Mal eine Rechnung neu rausschicken musst, obwohl das eben automatisiert ablaufen kann. Es ist völlig lost, wenn du immer abchecken musst, okay, ist das Geld von dem Kunden eingegangen, ist es von dem Kunden eingegangen und viele weitere Dinge, die du nutzen kannst, die du im Bereich künstliche Intelligenz für dich nutzen kannst, um es dir einfacher zu machen. Wir zum Beispiel nutzen ChatGPT, um einerseits Werbetexte
ja nicht zu schreiben, aber um uns Inspiration zu holen, um uns Infos zu holen. Da wird dann zum Beispiel gesagt, schreib mir einen Werbetext zum Thema XY und dann schreibt dir ChatGPT etwas und du schaust dann, okay, was davon kannst du nehmen, was davon kannst du vielleicht aber auch kreativer gestalten. Und künstliche Intelligenz wird niemals einen Werbetext da komplett ersetzen können. Es geht gar nicht, weil einfach diese kreative Note eben in so einen Werbetext mit einfließen muss und so ein Werbetext dann auch immer individuell gestaltet werden muss, um einfach diese Kreativität auszustrahlen. Das kannst du nicht mit einem Prompt machen. Aber ChatGPT in dem Fall kann dich natürlich dabei unterstützen. ChatGPT kann dich aber auch dabei unterstützen, verschiedene Werbebilder zu erstellen und dann eben mit vielen verschiedenen anderen Funktionen sich zu verbinden und das dann zu nutzen. Dementsprechend wird im kommenden Jahr auch mehr zum Thema AI, zum Thema künstliche Intelligenz für Unternehmen zur Digitalisierung auf diesem Kanal kommen. Da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen und wenn du das nicht verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Und der vierte Punkt, Lead-Qualität ist wichtig, verkaufen ist wichtiger. Gehen wir mal erstmal auf den Punkt Lead-Qualität ein und ich kann absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, wir nutzen das Lead-Formular von Facebook und da kommt nicht immer die beste Lead-Qualität rein. Stimmt. Erstmal musst du aber natürlich eben darauf achten, dass du nicht einfach nur abfragst, okay, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, sondern dass du gerade im Lead-Formular ein paar mehr Fragen stellst, um einfach zu filtern. Wenn du jetzt aber tatsächlich mit einer vernünftigen Landingpage arbeitest, ja, wo Infos über dich, dein Unternehmen, dein Angebot sind, wo zum Beispiel Testimonials sind, wo ja, verschiedene andere Dinge sind, dann ist es absoluter Bullshit, wenn du sagst, ja, die Lead-Qualität, die darüber reinkommt, ist schlecht. Wenn das richtig aufgebaut ist, ist es gar nicht möglich, dass es zu einer schlechten Lead-Qualität kommt. Das ist Bullshit, ehrliches. Und dann hat es etwas mit deinen verkäuferischen Skills zu tun. Ja, dann hat das etwas mit deinem vertrieblichen Know-how zu tun. Wenn du es schaffst, die Interessenten vernünftig zu qualifizieren und sie in ein Beratungsgespräch holst und du es da nicht schaffst, diese Interessenten abzuschließen, dann hat das etwas mit deinem vertrieblichen Know-how zu tun. Und dann ist es wichtig für dich, dass du da mal in das Thema Vertrieb gehst, dir Vertriebsschulungen holst, dich da informierst, dich einliest, einfach verstehst, wie behandelst du zum Beispiel verschiedene Einwände, wie ja, behandelst du Vorwände, wie gehst du da rein, um eben herauszufinden, warum ist jetzt ein bestimmter Interessent nicht bereit zu kaufen. Wenn ein Interessent sich mit dir, deinem Angebot schon länger beschäftigt, so, und sich dann sagt, komm, jetzt trage ich mich ein und der dann sagt, boah, so oder so, was der mir da im Gespräch erzählt, ich kaufe so oder so. Das sind die Verkäufe, die sind easygoing. Das ist einfach nur, das ist wie Bestellung entgegennehmen. Um die geht es aber nicht. Klar kannst du dich auch für die abfeiern, aber es geht vor allem um die, die sich so nicht sicher sind. Die sich denken, ja, ich höre mir das mal an, aber ja, kann der mir wirklich weiterhelfen? Und wenn es da dann zu Vorwänden kommt oder Einwänden, dann musst du verstehen, wie löst du diese, wie findest du heraus, was ist jetzt überhaupt ein Vorwand, was ist jetzt überhaupt ein Einwand, ja, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich habe jetzt aber eigentlich gar kein Geld dafür. Da kannst du dann eben durch Fragen herausfinden, okay, ist das jetzt nur ein Vorwand, hat diese Person tatsächlich kein Geld? Das sollte man zwar schon vorher im Qualifizierungsgespräch abgeklärt haben, aber wenn diese Aussage jetzt kommt, dass du dann herausfindest, okay, ist es tatsächlich so oder zweifelt diese Person vielleicht daran, dass ich ihr helfen kann. So, und dementsprechend solltest du dich nicht zu sehr damit beschäftigen und sagen, oh, Lead-Qualität, ja, die Lead-Qualität ist schlecht, sondern es sind deine vertrieblichen Skills, es ist dein vertriebliches Know-how. Deswegen, wie im Punkt 2 war es gesagt, wenn du es schaffst, eben nicht nur so einen kurzen Sales-Funnel zu haben, sondern mehrere Sales-Funnels, die einfach dafür sorgen, dass deine Zielgruppe mehrere Berührungspunkte mit dir hat, dann wird es dir im Verkaufsgespräch einfacher fallen, eben den Sale auch zu platzieren. Aber wenn das alles jetzt noch nicht da ist, wenn dieses Vertrauen auch seitens deines Interessenten nicht vorhanden ist, dann musst du es natürlich eben schaffen, durch vertriebliches Know-how diesen Interessenten dahin zu bringen, dass er auch tatsächlich kauft, weil du ihm weiterhelfen kannst. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und dementsprechend solltest du, bevor du sagst, ah, schlechte Lead-Qualität oder sonst was, eben schauen, dass du deine vertrieblichen Skills noch weiter ausbesserst. Wenn es vorher funktioniert hat und jetzt inzwischen nicht mehr, dann schau mal, was hast du vielleicht vorher anders gemacht, ja, nimm die Gespräche auch auf, um zu analysieren, ja, immer wieder zu analysieren, was hast du jetzt richtig gemacht, was hast du vielleicht auch falsch gemacht, um dir das im Nachhinein anzuschauen und so wirst du von Gespräch zu Gespräch zu Gespräch besser und hältst auch diesen Stand. Also, das ist einmal so zu den Punkten, die in 2024 funktionieren bzw. auch nicht funktionieren. Verrat mir jetzt gerne, wie dein 2023 war, verrat mir aber auch gerne, was du denkst, was in 2024 im Marketing alles passieren wird, was noch funktionieren wird, was ich vielleicht hier in diesem Video auch vergessen habe, schreib's
unten rein. Und wenn du jetzt willst, dass wir für dich all diese Dinge umsetzen, sodass du dich nur noch darum kümmern musst, deine Interessenten abzuschließen, dann melde dich gerne für ein unverbindliches Erstgespräch, in dem wir uns anschauen, wie bist du aktuell aufgestellt, können wir dir überhaupt weiterhelfen, und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir eine Zusammenarbeit starten. Alle Infos auf unserer Webseite, erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt verlinke ich dir hier neben mir noch ein Video, in dem du erfährst, wie du es schaffst, auf 1000 Euro pro Tag Werbebudget zu skalieren. Und 1000 Euro pro Tag Werbebudget bedeuten gleichzeitig auch, dass du mehr als 1000 Euro pro Tag einnimmst. Wie du das schaffst, erfährst du in diesem Video. Klick gerne mal rein.